So, willkommen. Wir versuchen es nochmal, diesmal ohne TS-Lex. Haben wir ja gestern wieder nicht geschafft, aber heute klappt das bestimmt. Ich habe nur Lecken verstanden, der Rest hat mich gerade nicht interessiert. Alles klar. Hast du Frank sein Sammelsurium wiedergegeben? Maddie? Frank sein Wildleder. Penis. Ja, irgend sowas war das, glaube ich, gestern. Hm. Ja, da waren zwar noch ein bisschen Lack dran, aber okay. Er hat einen Überzieher. Er hat einen knallroten Überzieher. Einen roten Überzieher. Ja. Ja. Und der macht Spaß. es wird wieder Tag. Endlich kann ich wieder weiterarbeiten. Ich habe mich so drauf gefreut. Hey, wir haben vorher offiziell gefragt, wozu du Lust hast. Sag mal, warum ist denn hier in der Brücke eigentlich ein Loch drin? Wir hatten das reingemacht. Zombie. Frag mal, wollte ich gerade sagen, frag mal einen Zombie. Ich fülle es mal aus. Und markiere es gleich für alle. Mit dir, oder? Alter. Richtig. Ohne Scheiß. Aber bitte nicht im TS. Du kannst dich so in den Arsch ficken. Oh ja, bitte. Ich selber. Mach komm das doch. Mal. Komm doch. Oh mein Gott, Zombies! Er hat das Haupttor aufgelassen. Ich weiß es nicht. Hey, guck mal, wer hier oben steht und mit dem Livestream drauf fällt. Du weißt, ich bin im Eis. Da wollte ich sehen, wie das mit dem Tor zustande kam. I'm watching you! Noch anderthalb Level. Dann kann ich wieder einmal versuchen, eine Behutsamkeitsspitzhack zu machen. Also darfst du jetzt nicht sterben? Tötet ihn. Sack, bleib stehen. Oh nein, Gott, nicht von dir. Boah, die Stimme des Todes, habt ihr sie gehört? Ja. Kann der Keks jetzt sprechen? Ja. Jetzt mal ohne Scheiß. Der Keks hat heute... Emma, bist du heute schon gestorben? Nein. Also, ihr wisst Bescheid. Er wurde ja heute schon mal angekekst, ne? Habt ihr alle gesehen? Im Live-Dings wahrscheinlich, sonst ja, nicht. Ja, nur die im Livestream. Und im Livestream, ja. Habt ihr gesehen? Angekickst, das bedeutet, dass er heute noch stirbt. Also in der Folge irgendwann. In der Folge irgendwann. Unausweichlich. Unausweichlich. Aber wer möchte nicht gerne von einem Keks berührt werden? Oh Gott. Und schöner Schoko-Cookie auf meinem Bauchnabel und ich bin glücklich. Die Sushin hat gekrümelt in dein Bauchnabel. Ja, genau. Und nächsten Morgen machst du auf und denkst nur, scheiße, ich hab Lepra, überall braune Punkte. Das ist dann wohl auch ein Einzelschicksal, oder? Genau das hab ich auch gar gedacht. Kann ja aber passieren. Medi kennt sich aus. Mit Schokokeks auf dem Bauchnabel, ja. Dass ich das nochmal erleben darf, ne? Ich hab doch tatsächlich gerade eine Rüstung weggeschmissen, damit ich Rottenfleisch aufheben kann. Okay. Ich glaube, wer hatte bei uns nochmal die Erste Hilfe gelernt? Ich glaube, Medi kann sie gebrauchen. Erste Hilfe? Das Hirn läuft aus, eindeutig. Mein Hirn läuft aus, Rüstung wegschmeißen für Rottenfleisch. Hat er gesagt, schon meine Periode, vielleicht liegt's daran. Eine Dose Perrier. Ja, bitte eine Dose Periode, bitte. Ich gehe in die Küche und koche dir einen Tee. It's tea time, meinst du so? Aber nur mit einem Spritzer Perrier, sonst wird das nichts. War das nicht mal bei... Ist das nicht von Spaceball? Ja. War das die nicht Dose, mal hier, an der er schnüffelt. Bei hier, Bravo? Wo die eine geschrieben hat, dass ihr Freund an den Tampons schnüffelt? An den benutzten Tampons. Boah. Also es gibt Sachen, Maddie...
Warum nicht? Genau, der Dino sagt es eigentlich richtig. Warum nicht? Das ist wie, ich bin jetzt 8 Jahre alt, immer noch Jungfrau, ist mein Vater schwul. Der ist ja mies. Geil. Ich lache nicht über solche Witze. Nee, nee, nee. Verstehe ich nicht. Medi, hör auf zu lachen, man hört es immer noch. Was? Ich hab gerade gemacht. Genau, na klar. Weil du so aufgehst in deiner Arbeit? Nee, weil dein... Weil die trauen sich nicht, Philipp. Weil ich... Spring! Geht doch. Einen hemmungslosen Sex träume. Weißt du, wie das geschrieben wird? Hemmungslos? Wie muss ich das wissen? Ich muss nur wissen, wie es geht, oder? Tust du das denn? Los durch die Nacht. Oh Gott, sag mal, du bist das so ein Stricher, ne? Was denn? Du hast damit angefangen. Das ist nur gerecht, dass ich dir das zurückgebe. Wenn ich jetzt ein Ohrwurm kriege wegen dir, dann töte ich dich. Du hast es so verdient, weil wegen dir kenne ich das doch überhaupt nur hier. Atemlos durch die Nacht. Nein! Okay, ich glaube, ich muss ein paar Lieder von gestern raussuchen. Warte mal, wo nee, warte ist... Atemlos durch die Nacht, ich hab's gerade mit dir gemacht. Ist mal ein anderer Text. Genau. Ja. Nee, also das passiert mir nicht atemlos, ne? Beim Sex. Ich hatte mir ja vor uns schon die Kartoffelstellung. Da liegen uns nicht schwer. Was ist das? Da liegen uns nicht. Ist mir auch neu. Da liegen uns nicht schwer. Das ist so, wie, weißt du, sagt der Ehemann zur nackten Frau auf dem Bett liegend, was hast du denn da? Sagt sie, ich hab das Kleid der Liebe an. Darauf er, hättest du mal bügeln sollen. Ja, auch gut. Ja. Kleid der Liebe, das ist doch echt total mega schwul, ne? Boah. Kriegt man ja schon ein Brechfleisch quasi. Oh, Brechfleisch, ist auch ein schönes Wort. Ja, auf dem Boden. Heute schon ein Brechfleisch gehabt. Muss man unbedingt haben in seinem Wortschatz. Unbedingt. Tja. Hör ich da grenzenlosen Neid raus? Oh ja. Ja. Weißt du, Medi kann sich ja jetzt nicht zwingend rühmen mit viel Worten in ihrem Repertoire, halt, aber halt immerhin dein dieses. Maul, echt fick dich. Hey, ich hab mich schon gebessert. Es gibt schon Wörter, wie die ich jetzt schon ein bisschen besser aussprechen kann. Wie zum Beispiel Papierfabrik kriege ich recht gut hin. Warte mal, Kanalisation klappt auch ganz gut. Hast du gerade Papierfabrik gesagt? Ja, das konnte ich als Kind nicht aussprechen. Oh, ich habe schon mein halbes Leben dafür gebraucht, um dieses Wort zu sagen. Na, egal. Papierfabrik, da ist irgendwie nichts Interessantes dran, dass man das irgendwie... Paper Factory. Paper Factory. Pan Factory, was? So, und sonst so? Mir kommt es heute übrigens schon wieder vor, als würde ich den ganzen Abend alleine reden, ne? Ausnahmsweise auch mal okay. Kann gut sein. Du sagst ja sonst niemand. Was? Was? Siehst du? Merkst du was? Oh, wieso ist denn der Teich hier? Ne, hier arbeite ich nicht weiter, weil hier ist er mehr wie 3 tief, dann. Ne, da muss ich ja tauchen. Das kann jemand anders machen. Ich lasse die Stellen einfach. Ich mache hier Bauchfusch, das kriegt eh keiner mit. Das sind alles Idioten hier. Ja. Was bist denn du bitte müde? Hast du heute gar nicht gearbeitet, oder? Nee. Ach, widerlich. Weißt du, was geil ist heute, ne? War eine Kundin da und hat sich beschwert, dass unsere Produkte zu klein geworden sind, ne? Und zu teuer. Und dass ihr immer zu einem anderen Bäcker jetzt geht, ne? Hat auch den Namen natürlich genannt von dem Bäcker. Und ich dachte mir so, ich hätte am liebsten gesagt, ey, weißt du, Schlampe? Aber komisch, dass der andere Bäcker nicht am Feiertag auf hat, ne? Und dass du dann an solchen Tag zu uns kommst, du Kröte. Ey, ohne Scheiß, alles auch schon. Hat sie denn gesagt, dass er nicht offen hat? Oder warum hast du nicht gefragt, warum sie denn. Ich weiß, dass er nicht offen hat. Dann hättest du ja trotzdem mal. Warum sie denn. Was hat denn heute dich denn mit ihrer Anwesenheit belästigt? Hätte ich mal machen sollen. Ja, aber. Also,
Warum beschwert sich das denn, wenn sich einer die einkaufen will da? Also was macht sie denn dann da überhaupt? Ist, ganz ehrlich, das sind alte Leute, die sowas machen. Die keine Ahnung, die, alte Leute sind für sowas perfektioniert. Das ist Hauptsache motzen. Das ist wirklich so. Hauptsache einfach mal was das gesagt. Das auch ein Wort Gaudi im Alter. Ich meine. Ja, habe ich so gehört. Ja, das weißt du noch aus deiner Zivi-Zeit, ne? Mm. No. Letztes Jahr, wo ich den Zivi hatte, genau. Nein, aber ich weiß nicht. Ich glaube, am meisten motzen echt auch nur die Alten. Weil das geil ist, kam halt Kunden an, so 2 Stunden vor Feiern. Wieso habt ihr so wenig da heute? Ist ja alles leer. Wir schließen in 2 Stunden. Was? Wieso das denn? Wir haben Feiertag und haben da verkürzte Arbeitszeiten. Ach so. Ja. Nein, wir haben auch am Feiertag immer bis 20 Uhr auf. Mhm. Okay. Nein, eben nicht. Warum? Okay, Revo, dann wissen wir jetzt, wo wir unsere Brötchen holen fahren können. Ja. Bleiben wir die. Weißt du, wegen Brötchen würdest du hierher gefahren kommen, ja, aber nicht, um mich zu besuchen. Fick dich. Ja. Jetzt überleg dir genau, was du sagst. Ich würde dann sagen, ich backe die Brötchen unter meinen Achseln. Mit persönlicher Note, ja. Und jetzt sag doch mal, du wunderst dich, warum die Kunden sich anfangen zu beschweren. Ja, das verstehe ich auch nicht. Und heute schon Achselbrötchen gegessen? Oh, 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 oh. Und hinterher, deswegen ersticht sie sie auch so gerne. Sie leben, wenn sie aus dem Ofen kommen. Ja. Maddie, hast du unter deinen Achseln noch diese Rasterlocken dran? Ich meine, dann kann ich die Kunden ja verstehen. Nee, ich bin doch so ein Hirtenhund. Und Hirtenhunde haben doch genau Rasters, wo es stimmt. Ja, ja, genau. Hirtenhund. Oder ist der aus? Nein, eigentlich bin ich ein Afghane. Das Problem ist, also die Rasse Afghane, ich bin jetzt zu schlank, ne? So ein fetter Afghane. Gibt es eigentlich fette Afghanen? Ich weiß gar nicht, ich muss mal googeln. Ja. Gibt es die Hunde auch in Fett? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ja, das ist, wenn die Frauchen und Härchen ein bisschen viel füttern. Dann gibt es die echt auch als Fett. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Maddie, deine Platte hat einen Sprung. Gibt's die echt in Fett? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Nee, Maddie, nimm die andere. Das war immer noch nicht gut. Ich bin wunderschön. Komm, es wird dunkel. Komm lieber wieder rein. Ich komm nicht mehr rein. Ist drinnen auch nicht schön. Weißt du, ob ich hier bleibe oder draußen? Okay. Mich hat ja eh keiner gerne, wenn ich sterbe, wem interessiert sind. Ist doch noch niemand aufgefallen. Okay. Ja, nee, dass mich die ganze Folge nicht einmal jemand besucht hat. Du hast mich überzeugt. Maddie, du hast mich vollkommen überzeugt. Ohne Scheiß, sonst rennt der Ärmel überall rum, weißt du? Aber denkst du, der ist heute mal hier gewesen und hat gefragt, Maddie, brauchst du vielleicht Erde? Soll ich dir welche vorbeibringen? Ich hab dir die tolle Aufgabe gegeben. Nein, weißt du? Fick dich. Heute arbeite ich mal den ganzen Tag ununterbrochen, ohne zu meckern und sowas. Ja, stimmt. Vielleicht kommt ein Wort der Kritik. Ein Wort der Kritik habe ich ja noch gar nicht wahrgenommen. Stimmt. Stimmt. Komm, die ganzen Zombies her. Ich muss das letzte Mal weggehen. Weißt du, holt ständig ihre Freunde dazu, macht dicke Party. Nein, was soll ich denn die Scheiße filmen? Nein, und weißt du, Revo, der Kacknoob auch, ja, filmt mich angeblich, ja, dabei, wie ich das Tor geöffnet hätte, ja, und Zombies reinlaufen und alles gelogen. Bei der Arbeit. Hat sie gerade Zombies oder Tommies gesagt? Warum hast du das hier unten zugemacht? Bist du Spaß? Du dreckige Bazille. Ich weiß nicht, was du meinst, Maddie. Mein ich hab wirklich keine Ahnung. Arschloch! Das Tor offen? Nein. Na, dann gehe ich mal eine Runde spazieren. Hi-ho. Kann auch machen. Also, nein! Schnell hoch auf den Turm, wir müssen den Turm verriegeln. Die Tommy ist Ich schaffe es. Bitte. Spring, Schlampe, schneller. Ich kann nicht mehr rennen, ich müsste eigentlich mal Schnitzel essen. Oh, das heißt also einmal treffen tot? Ja! Trinne, nana! Oh. Hallo Dino. Hallo. Hallo Revo. Hallo. Da sehe ich dich ja mal wieder. Oh. Oh Gott, hatte ich Glück. Leg dich nicht mit Sohan an.
Gott. Hat jemand den Film überhaupt gesehen? Nee. Ich hab den gesehen. Du hast dir den angeguckt? Ich fand die Vorschau so schlecht, dass ich mir den definitiv nicht angeguckt habe. Der Film war auch nicht gut. Ich habe jetzt nicht behauptet, dass der gut gewesen wäre. Na, komm. Glaub ich. Na gut. Dann gucken wir mal, ob es morgen wieder hell wird, ne? Und für heute hören wir auf. Macht's gut, bis morgen. Und ja, ich bin ganz kurz AFK, denn die erste Melone wirkt. Ich muss mal Pipi machen. Wie gesagt, macht's gut. Bis morgen.